In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Entwicklungsumgebung für unser Praktikum installieren können. Ich habe Ihnen die Dateien, die Sie dazu brauchen, im Moodle abgelegt. Sie finden sie unter dem Versuch 2. Sie werden benötigen die Arduino IDE Entwicklungsumgebung. Sie benötigen das ADMINstudio 7 und Sie werden die Vorlage.ino-Datei benötigen. Beim ADMINstudio 7 haben Sie zwei Möglichkeiten, einmal den Web-Installer oder den Full-Installer. Das wird beides gleichwertig funktionieren. Ich habe aus Gründen, dass es schneller geht, den Full-Installer schon mal heruntergeladen. Der liegt bei mir auf dem Desktop, genauso wie die Arduino IDE und die Vorlage.ino. Also wechseln wir mal auf den Desktop. Da sehen Sie diese drei Dateien. Als erstes beginnen wir und installieren die Arduino IDE, denn ADMINstudio baut darauf auf und nutzt zum Teil die Arduino IDE. Die starte ich mit einem Doppelklick. Bei mir kommt jetzt die Sicherheitsabfrage. Sie sehen wahrscheinlich einen schwarzen Bildschirm. Dann muss ich sagen, ob ich mit der Lizenz einverstanden bin. Das bin ich zunächst einmal und hier können Sie die Haken einfach so lassen, wie sie sind. Standardpfad passt auch und ich klicke auf Installieren. Ich möchte gleich dazu sagen, die Installation läuft hier für das Betriebssystem Windows. Ich habe ein aktuelles Windows 10. Es müsste auch auf einem älteren Windows genauso funktionieren. Wenn Sie andere Betriebssysteme verwenden, dann müssen Sie es halt so ähnlich machen und hoffen, es funktioniert. Ich freue mich auch über Rückmeldungen, weil ich nicht weiß, wie Sie mit anderen Betriebssystemen zurechtkommen. Manchmal dauert das hier eine Weile, die Installation. Unter Umständen kürze ich das dann einfach ab, indem ich das Video ein bisschen vorspringe, dass Sie nicht so lange warten müssen. Aber wenn der Download mal passiert ist, dauert die Installation normalerweise nicht wirklich sehr lange. Okay, und das war's schon. Die Arduino-Umgebung ist installiert. Ich kann hier schließen. Es ist ein Icon entstanden, wo man die Arduino IDE aufrufen kann. Wir machen das gleich über einen anderen Umweg, indem wir diese Vorlage Ino öffnen, die ich Ihnen runtergeladen habe. Das ist eine, wenn Sie da mal reinschauen, ich habe es aktuell noch im Editor offen, das ist eine so eine leere Schablone praktisch, in die Sie Ihren Code einfügen können. Hier oben schreiben Sie Ihre Überschrift rein. Sie haben Ihre Routinen, Setup und Loop schon mal vorbereitet. Sie hätten eine eigene Funktion deklariert, die natürlich nicht MyFunction heißen soll. Die nennen Sie dann entsprechend um. Schreiben darüber, was die genau macht. Oder wenn Sie gar keine benötigen, löschen Sie das raus. Dazu kommen wir noch im Detail, was Sie damit machen. Sie sollen nur einfach nicht in ein leeres Dokument anfangen zu programmieren, sondern ein bisschen ein Gerüst haben, damit das dann optisch ansprechend wird zum Schluss. Ich öffne diese Ino-Datei jetzt einmal mit der Arduino IDE, so gehört es ja eigentlich auch. Dann öffnet sich die Arduino IDE und sagt, und da hat sie recht, alle .ino-Dateien müssen für die Arduino IDE in einem Ordner sich befinden, der den gleichen Namen trägt. Und das ist in dem Fall noch nicht so und das brauchen wir aber auch und deswegen lassen wir es durch die Arduino IDE gleich machen. Ich sage hier OK. Dann öffnet sich das auf dem anderen Bildschirm. Wir sehen, es hat sich geöffnet. Das können wir gleich wieder schließen. Wir brauchen es nicht. Das war nur ein Test, ob es funktioniert. Aber er hat jetzt hier diesen Ordnervorlage erzeugt, in dem die Vorlage Ino-Datei liegt. Können wir dann verwenden, wenn wir unser erstes Projekt anlegen. Jetzt muss ich noch, also Arduino-Installation ist durch, als zweites das ADMINstudio installieren. Auch hier wieder Start mit Doppelklick. Öffnet sich ein Fenster, wo er nach der Lizenz fragt. Da bin ich sehr einverstanden damit. Er soll aber bitte keine anonymen Informationen nach
Microchip schicken, um die User Experience zu verbessern. Da sagen wir, macht er nicht, ansonsten next. Jetzt fragt er, welche Architektur wir hier gerne hätten. Wir brauchen in unserem Praktikum die 8-Bit-Architektur. Die anderen Architekturen können Sie mitinstallieren, müssen Sie nicht. Ich lasse sie jetzt hier einfach mal weg. Auch das Atmel Software Framework benutzen wir nicht im Praktikum, deswegen wähle ich das auch ab. Sie können sowas später nachinstallieren, Sie können es auch gleich mitinstallieren. Das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass Sie hier jetzt, da prüft er Ihr System, ob alles dafür geeignet ist, da müssen Sie lauter grüne Haken bekommen. Unter Umständen läuft noch Windows Update oder Sie müssen einen Systemneustart erstmal abwarten, dann kann es sein, dass Sie diese Dinge erst erledigen müssen. Drücken Sie danach auf Refresh, dann schaut er nochmal, ob alles in Ordnung ist. Und wenn alle Haken grün sind, können Sie auf Next klicken. Okay, hier sagt er nochmal, dass sich etwas geändert hat. Das interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Sie können einfach auf Install klicken. Kommt er wieder mit seiner Sicherheitsabfrage und danach fängt er an zu installieren. Kann es vorkommen, dass er nochmal fragt, weil er irgendwelche USB-Treiber installieren möchte. Da sagen Sie, okay, Sie können Atmel Norway vertrauen, wenn er danach fragt. Das kann gut sein, dass das bei mir jetzt nicht passieren wird, weil die Software ja schon mal auf meinem Rechner gelaufen ist. Ich habe sie deinstalliert, damit ich es Ihnen zeigen kann. Wenn es Ihnen langweilig ist, schauen Sie mal, was er so macht. Und das ging jetzt bisher relativ flott. Okay, und das war es jetzt dann auch schon fast. Er ist durch mit seiner Installation. Ich habe das ein bisschen abgekürzt. Er möchte Atmel Studio starten, soll er machen. Wir schließen das Fenster und er fängt sofort an und startet die Entwicklungsumgebung. Der erste Start kann ein bisschen dauern, je nach Rechnerleistung. Dann sollte er sich mit so einem Fenster melden. Sie bekommen hier die Start-Page. Sie haben rechts Ihren Solution Explorer, den werden wir noch brauchen. Damit läuft das. Wir können mal versuchen, ein Projekt anzulegen. Ich sage hier New Project. Wir wählen aus Create Project from Arduino Sketch. Sie vergeben irgendeinen sinnvollen Namen, sagen wir Prüfsumme. Sie brauchen kein Directory for Solution, das können wir abwählen. Die Location können wir hier so lassen, das passt. Danach sagen Sie OK. Okay, wir nennen das Projekt Checksum. Und dann sage ich hier OK. Und jetzt möchte er wissen, was der Arduino Sketch ist, von welchem er jetzt praktisch... An sich möchte er eine Arduino-Datei, ein Arduino-Projekt aus der Arduino-IDE umwandeln und möchte ein Atmel Studio-Projekt daraus machen. Deswegen braucht er eine Arduino-Datei. Die haben wir ihm ja vorbereitet. Alle anderen Dinge können Sie lassen. Der Pfad stimmt, das Board passt zunächst einmal, solange wir noch keine eigene Hardware haben. Und hier suchen wir aus unsere Vorlage Inno, die auf dem Desktop schon liegt, in dem Ordner Vorlage. Alles gut. Das dauert ein bisschen. Genau, jetzt hat er die erkannt. Und ich sage OK. Jetzt legt er das Projekt an. Er legt genau genommen zwei Projekte an. Er legt einmal das Projekt Arduino Core an und das andere Projekt, das nennt er unschönerweise Vorlage. Das ist kein schöner Name für ein Projekt. Das nennen wir gleich um. Rechte Maustaste war das Rename und dann nenne ich das auch Checksum. Dann heißt das so. Und was man noch machen muss, er hat jetzt hier unsere Vorlagedatei verwendet.
Er hat eigene Dinge hinzugefügt. Beginning of auto-generated code by Atmel Studio steht hier als Kommentar und End of auto-generated code. Das heißt, das, was er hier zwischen diesen beiden Kommentaren eingefügt hat, das hat er automatisch gemacht. Das nehmen wir jetzt raus und legen es hier unter eingebundene Dateien, weil in unserer Vorlage gehört das genau an die Stelle eingebundene Dateien. Dann kann dieser sinnlose Kommentar gelöscht werden. Auch hier hätte er noch Function Prototypes, also Funktionsdeklarationen hinzugefügt, was er nicht wirklich gemacht hat. Deswegen sind die Kommentare leer. Die können jetzt alle weg. Und so könnten wir anfangen, könnten sagen, okay, was ist unser Projekt? Das heißt, Prüfsummen berechnen. Und da können wir dann anfangen, können drin programmieren. Kleinigkeit möchte ich Ihnen noch zeigen, wenn Sie dann tatsächlich loslegen. Sie müssten hier noch sagen, das Ganze muss zunächst im Simulator stattfinden. Das heißt, als Tool wählen Sie den Simulator. Und in der Toolchain, wenn Sie debuggen wollen und sinnvolle Ergebnisse erzielen wollen damit, sollten Sie unbedingt die Optimierung ausschalten, und zwar die für den C++-Compiler, nicht für den C-Compiler. Sie haben zwei Compiler hier, einen C- und einen C++-Compiler, und unsere Arduino-Umgebung geht hier auf dieses Catch-CPP, also C++, also müssen wir hier auch die C++-Optimierung ausschalten. Dazu klicke ich auf Optimierung und sage nicht Optimize for Size, sondern None. Wir brauchen keine Optimierung. Auch die Option Optimize Debugging Experience ist nicht die richtige. Es muss also tatsächlich None sein. Das, wenn Sie gemacht haben, könnten Sie theoretisch hier irgendwo einen Breakpoint setzen. Ein Klick in die graue Leiste hier am Rand setzt so einen Breakpoint. Und ich mache ein Go Start Debugging. Er macht jetzt nicht wirklich etwas, aber er wird theoretisch mal ausführbaren Code erzeugen, und er landet jetzt hier in diesem Breakpoint. Code haben wir tatsächlich noch keinen, aber jetzt sind wir hier in der Debugging-Ansicht, und wenn ich auf Stopp klicke hier, springen wir wieder zurück in den Editor-Modus. Soweit zum ersten Funktionscheck vom Atmel Studio. Ich schließe das jetzt wieder und Sie können anfangen, Ihre eigenen Projekte zu programmieren. Viel Spaß damit!